Es ist, glaube ich, keine Übertreibung, wenn ich sage, unserem Bargeld geht es immer mehr an den Kragen. Unsere sogenannte gedruckte Freiheit ist in ernster Gefahr, denn die Abschaffung schreitet immer weiter voran. Sie alle haben es in den letzten Monaten wahrscheinlich schon selbst mitbekommen. Wenn wir einkaufen gehen, werden wir immer mehr dazu motiviert, ja fast schon gedrängt, bargeldlos zu bezahlen. Und auch die Europäische Union wird immer übergriffiger und unverschämter. Zuerst, da wurde der 500-Euro-Schein abgeschafft. Diverse Bargeldobergrenzen stehen zur Debatte und am Ende soll vielleicht sogar der digitale Euro ein weiterer Schritt in Richtung Bargeldabschaffung darstellen. Das Ziel des Brüsseler Establishment ist klar erkennbar, der gläserne Bürger. Denn dieser ist unfrei und vor allem überwachbar. Bevor wir jetzt dann genau darüber diskutieren, wollen wir uns gemeinsam ein kurzes Video anschauen über die Geschichte unseres Bargeldes. Unser Bargeld. Seit vielen Jahrhunderten ein treuer Begleiter der Menschheit. Münzen wurden bereits im 7. Jahrhundert vor Christus in Kleinasien geprägt. Über das heutige Griechenland verbreiteten sich Münzen in ganz Europa. Die Römische Republik etablierte in ihrem Herrschaftsgebiet zentrale Münzstandards. Durch den Niedergang Roms dezentralisierte sich die europäische Geldwirtschaft im Frühmittelalter. Papiergeld wurde im 11. Jahrhundert in China eingeführt. In Europa verbreiteten sich die Banknoten im 17. Jahrhundert. Den Wert der umlaufenden Papierscheine sollte eine Einlage in der Bank garantieren. Aus diesem Prinzip entwickelte sich im 19. Jahrhundert das Notenbankwesen und setzte sich in Gesamteuropa durch. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden europäische Währungen oft im Rahmen des sogenannten Goldstandards durch mehr oder weniger hohe Goldreserven der Zentralbank abgesichert. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis Anfang der 1970er Jahre bildete das Abkommen von Bretton Woods mit dem US-Dollar als Ankerwährung eine internationale Währungsordnung. Die anschließende Digitalisierung führte dazu, dass Geldgeschäfte zunehmend elektronisch abgewickelt wurden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts bildeten sich rein digital verfügbare Kryptowährungen wie der Bitcoin. Sogar der Internetkonzern Facebook kündigte im Jahr 2019 an, eine eigene Digitalwährung namens Diem ausgeben zu wollen. Daneben entwickelten sich weitere digitale Geldformen. Aber entgegen dem Wortlaut handelt es sich bei Kryptowährungen nicht um ein offiziell anerkanntes staatliches Zahlungsmittel. Mehrere Zentralbanken planten daher im Jahr 2021 die Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes als Alternative zu den Kryptowährungen. Darunter auch die Europäische Zentralbank, die mit dem digitalen Euro ein schnelles und sicheres elektronisches Zahlungsmittel auf den Finanzmarkt bringen will. Kritiker sehen im digitalen Euro allerdings den Versuch der EZB, das Bargeld komplett abzuschaffen und sämtliche Zahlungsvorgänge aller Bürger für die EU transparent zu machen. Viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. Wie sicher ist ein digitaler Euro tatsächlich? Was passiert bei einem Stromausfall? Verlieren wir mit dem digitalen Euro unsere Anonymität und Freiheit? Ja, wohin geht denn die Reise in Sachen digitaler Euro? Welche Konsequenzen hätte die Bargeldabschaffung für Österreich? Und lassen sich die Österreicher all das einfach so gefallen? Wie kann unser Bargeld nachhaltig geschützt werden? Genau darüber wollen wir heute Abend diskutieren und sprechen. Und es freut mich, dass wir dazu ganz renommierte Experten auf diesem Gebiet für die heutige Veranstaltung gewinnen konnten. Ganz nach dem Motto Ladies First darf ich mit der Vorstellung von Dr. Barbara Kolm beginnen. Seit 2018 ist sie Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank. Zudem ist sie Präsidentin des Haig-Instituts und Gründerin und Direktorin des Austrian Economic Centers. Und Dr. Kolm übt außerdem leitende Funktionen im Management sowohl in der Privatwirtschaft als auch bei NGOs aus. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind und vor allem den digitalen Euro dann in weiterer Folge thematisieren werden. Herzlichen Dank für die Einladung.
Als nächstes dürfen wir einen hohen Vertreter der Arbeiterkammer Tirol bei uns willkommen heißen. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften war Dr. Andreas Oberlechner Geschäftsstellenleiter der Landesstelle Tirol beim Verein für Konsumenteninformationen und seit 2010 ist er der Leiter der rechts- und konsumentenpolitischen Abteilung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol. Schön, dass auch Sie heute mit dabei sind und uns mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Sehr gerne, guten Abend. Die Österreicher wehren sich gegen die Abschaffung des Bargeldes. Und so kam es, dass mehr als eine halbe Million Österreicher das überaus erfolgreiche Volksbegehren für uneingeschränkte Bargeldzahlung unterzeichnet haben und damit auch ein starkes Zeichen gesetzt haben. Es freut mich, dass wir heute einen der Initiatoren bei uns begrüßen dürfen. Josef Binder hat... Josef... Josef Binder hat schon in jungen Jahren, als seine Eltern damals einen Tischlereibetrieb gegründet haben, am eigenen Leib erfahren, wie wichtig ehrliche, harte Arbeit ist, aber eben auch das Bargeld. Inzwischen hat er den Tischlereibetrieb seiner Eltern übernommen und er ist ein ganz, ganz großartiger Kämpfer und Verfechter des Bargelds und ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit Ihnen. Herzlich Danke. Willkommen. Schon seit Jahren warnt die FPÖ vor der Abschaffung unseres Bargeldes. Als einzige politische Kraft setzt sich die Freiheitliche Partei wirklich konsequent und auch glaubhaft für den Schutz unseres Bargeldes ein. Und als Konsumentenschutzsprecher der Freiheitlichen hat er schon zahlreiche Anträge im Parlament genau in diese Richtung eingebracht. Und für ihn ist klar, unser Bargeld muss in der Verfassung verankert und geschützt werden. Und jeder, der ihn kennt, der weiß, das Bargeld und der Schutz des Bargelds ist für ihn wirklich eine Herzensangelegenheit. Und deswegen freut es mich, dass auch er heute hier ist. Herzlich willkommen an unseren Nationalratsabgeordneten Peter Wurm. Ich darf gleich mit Ihnen beginnen, Herr Binder. Sie haben vor einiger Zeit das überaus erfolgreiche Volksbegehren ins Leben gerufen. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was hat Sie dazu bewogen und vor allem, welche Rolle spielt das Bargeld in Ihrem alltäglichen Leben? Sehr gerne. Zuerst einmal herzlichen Dank an den Veranstalter, dass ich überhaupt da reden darf und dass so viele Leute gekommen sind. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Warum habe ich dieses Volksbegehren gemacht? Ich bin im Gegensatz zu der anderen Runde vielleicht kein Experte, aber ich bin ein Bürger, ich habe einen kleinen Handwerksbetrieb übernommen, wie schon erwähnt wurde. Und ich lese viel Zeitung, interessiere mich für das Geschehen, was alles so vor sich geht. Und ich mache mir ernsthafte Sorgen um die Freiheit, um unsere Freiheit, um die Freiheit jedes einzelnen Bürgers, dass er ein selbstbestimmtes Leben leben darf. Und dass er in diese Lage kommt, selbst über sein Vermögen, sein Eigentum und was er heute hat, das Geld verwalten kann und Zugriff hat, da ist elementar das Bargeld. Ohne Bargeld ist man ausgeliefert. Jetzt ist das Thema, der digitale Euro soll kommen, digitale Zahlungen, elektronische Zahlungen werden so stark beworben. Das Bargeld wird ein bisschen in Misskredit gebracht, das ist schmutzig und das verwendet nur mehr die Oma und vielleicht irgendwo der Verbrecher oder der Kleinkriminelle. Nein, das soll so nicht sein. Ich wünsche mir, dass das Bargeld erhalten bleibt, dass das in die Verfassung kommt, in der Verfassung verankert wird und geschützt ist und ein einiges gesetzliches Zahlungsmittel bleibt. Darum dann die Idee. Ja, man hat dann immer gehört, ja, das Bargeld wird immer weniger, es wird immer weniger bezahlt. Ich komme aus der Steiermark, ich habe eine große Verwandtschaft, die zahlen alle bar, haben sie alle Sorgen gemacht. Wenn es das Bargeld nicht mehr gibt, was mache ich da überhaupt, die ältere Generation? Und das hat mich dann bewogen, etwas zu tun. Und dann haben wir gedacht, na, was kann ich tun? Da ist mir dann letztendlich dann ein Volksbegehren eingefallen. Das war am Anfang nicht so leicht. Ich bin quasi Quereinsteiger, ich habe keine Erfahrung. Ich habe mit meiner Sekretärin das alles erarbeitet. Und mit sehr beschränkten Mitteln ist es auf einmal so ein großer Erfolg geworden, mit 531.000 Unterschriften, was mich begeistert hat und auch sehr gefreut hat, dass die Bevölkerung da so mittut und sich auch Sorgen macht. Und darum sitzen wir auch hier.
Und das ist eben mein Bestreben gewesen. Das Bargeld liegt den Österreichern offensichtlich sehr am Herzen. Das zeigen die vielen Unterschriften beim Volksbegehren, aber das zeigen auch die Zahlen. 65-70% aller Transaktionen werden in Österreich bar abgewickelt. Wie beurteilen Sie jetzt als Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank die Wichtigkeit des Bargeldes? Also zunächst einmal ist Bargeld gelebte Freiheit. Und das ist anonyme Freiheit auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da muss man natürlich auch auf die Funktionen des Geldes achten oder des Bargeldes achten. Und die sind besonders wichtig, nämlich diese Vorteile haben andere Zahlungsmethoden, also elektronische Zahlungsmethoden nicht. Man hat sofort Leistung gegen Leistung. Es ist transparent. Das ist das Wichtigste. Und natürlich, es ist dieser Zahlungsverkehr mit Bargeld erleichtert uns das Leben auch. Und auch aus Sicht der Nationalbank ein wesentlicher Aspekt, Menschen lernen den Umgang mit Geld, den Wert des Geldes einmal überhaupt zu schätzen. Und das ist für uns ganz wichtig. Und wir haben in der Nationalbank folgende Beobachtungen gemacht. Also nach der Finanzmarktkrise ist einmal sehr viel Bargeld auch von den Haushalten gehortet worden. Dann ist es wieder zurückgegangen, diese Menge an Bargeld, die man zu Hause sozusagen unter der Matratze oder vielleicht am Sparbuch oder wo auch immer gehabt hat. Aber man hat es eher bei sich zu Hause gehabt. Und dann im Zuge der Covid-Krise ist dann wieder das Thema Bargeld ganz groß geworden. Da hatten wir, das kann ich jetzt, nachdem das sehr positiv über die Bühne gegangen ist, hatten wir in der Nationalbank wirklich in den ersten Tagen ordentlichen Stress, damit man auch genügend Bargeld in die Bankomaten füllen, damit also da auch kein Run auf Banken entsteht. Wir haben also auch die Funktion der Nationalbank ist natürlich auch das Bargeld zur Verfügung zu stellen, den Kreislauf mit Bargeld sicherzustellen. Und das war also die ersten Tage in der im Corona-Lockdown schon ganz schön schwierig, das zu gewährleisten. Aber es ist geglückt und es hat keiner, Gott sei Dank, ist vor einem leeren Bankomaten oder wenige sind vor leeren Bankomaten länger gestanden und daher war das auch für uns wirklich ein Signal, wie wichtig noch einmal das ist, diesen Schutz des Bargelds aufrechtzuerhalten und diese Zurverfügungstellung des Bargeldes. Und daher ist es auch wichtig, dass man Bargeld immer für die Menschen sowohl im Handel akzeptiert, als auch im gegenseitigen Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Und da steht die Nationalbank ganz neutral dem gegenüber. Natürlich gibt es andere Formen des Bezahlens auch. Sie haben es schon angesprochen. Also wir sind alle damit groß geworden, dass wir jetzt Bankomatkarten schon alle haben und immer nur mit Cash sozusagen durch die Gegend laufen. Aber trotzdem, Bargeld ist extrem wichtig in einer funktionierenden, gesunden Volkswirtschaft. Und ich meine, es hat auch keinen Preis, damit zu bezahlen. Das ist nämlich auch ein wesentlicher Punkt, der vielfach vergessen wird. Weil wenn man mit Kreditkarten zahlt, dann kostet jede Transaktion ordentlich Geld. Und dann verdienen entweder Kreditkartenfirmen oder es verdienen andere Institutionen, die in diesem Kreislauf dabei sind, auch. Und Bargeld wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist auch gut so und das sollte auch weiterhin so bleiben. Herr Dr. Oberlechner, ich habe es eingangs ja schon angesprochen, man wird als Konsument immer mehr dazu motiviert, wenn nicht sogar gedrängt, bargeldlos zu bezahlen, wenn man denn etwas kaufen möchte. Und jetzt gab es ja in Innsbruck den Fall, dass zwei Supermarktfilialen nur mehr noch Kartenzahlung akzeptiert haben. Können Sie uns vielleicht kurz etwas zu dieser Causa genauer erklären? Ich möchte mal ganz generell anfangen. Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, das wir zur Verfügung haben. Alle anderen Zahlungsvarianten würde ich als Geschäftsmodelle bezeichnen. Es ist schon angesprochen worden,
dass das natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Ich möchte jetzt auch nicht von den möglichen technischen Problemen in der Zahlungsabwicklung dann sprechen, die mir ja bei Handyzahlungen oder Kartenzahlungen passieren kann. Wir haben da auch zahlreiche Meldungen natürlich von betroffenen Konsumenten, wie eben konkrete Situationen eben sich darstellen können, wo ich dann ein Problem habe, mit einer Karte oder mit einem Handy zu zahlen, wenn ich eben kein Bargeld mehr zur Verfügung hätte. Wir als größte Interessensvertretung im Land, wir gehen auf jeden Fall davon aus, es muss ein Miteinander geben. Bargeld ist unverzichtbar. Jeder soll die Wahlmöglichkeit haben. Wir wollen niemanden bevormunden. Wir wollen aber auch nicht, dass andere jemanden bevormunden. In diesem konkreten Fall, den Sie jetzt ansprechen, war es eben so, dass in Lebensmittelgeschäften, wo man, glaube ich, davon ausgehen kann, dass es verkehrsüblich ist, mit Bargeld zu bezahlen, offenbar nur mehr Kartenzahlungen akzeptiert wurden. Die AK Tirol hat dann diese Fälle aufgegriffen und wir haben das uns auch rechtlich im Detail angeschaut und wir haben das Unternehmen dann abgemahnt, weil aus unserer Sicht eben derartige Praktiken nicht gehen, nicht nur rechtlich nicht gehen, sondern auch faktisch nicht passieren sollten. Man denke hier an vulnerable Gruppen, die eben mit Karten, mit Handy, mit PIN-Codes, was auch immer, nicht umgehen können. Oder auch Kinder. Ich werde nicht einen Sechsjährigen für einen Kaugummikauf mit meinem Apple-Handy dann in diesen Supermarkt schicken. Also es darf nicht sein, insbesondere gerade im Lebensmittelbereich, das ist klassisch verkehrsüblich. Und der Anbieter hat dann jetzt auch eine Trendwende sozusagen eingelegt. Also in diesem Fall waren wir erfolgreich. Wir werden aber mit Argusaugen natürlich die Situation weiter beobachten und sehen beispielsweise auch die Reduzierung von Bankomaten durchaus als problematisch an. Also eine große Lebensmittelkette, ich glaube, vielen ist es schon aufgefallen, hatte in den letzten Wochen und Monaten begonnen, die Bankomaten abzubauen in ihren Filialen. Also alles, was quasi das Bargeld zurückdrängt, da muss man besonders vorsichtig sein und es muss ein Miteinander geben. Also es darf auf keinen Fall so sein, dass die Tendenz jetzt quasi hier sich fortschreibt, nur mehr Kartenzahlungen zu forcieren und Bargeld immer weiter einzuschränken. Absolut richtig, natürlich. Lieber Peter, das zeigt auch wieder mal, unserem Bargeld geht es immer mehr an den Kragen. Vielleicht kannst du uns einen politischen Überblick geben. Was passiert da gerade in Sachen Bargeld, sowohl auf nationaler Ebene, aber auch von Seiten der Europäischen Union? Was tut sich da, beziehungsweise was kommt da in Zukunft auf uns zu? Ja, danke einmal an alle, die gekommen sind. Wir waren nicht ganz sicher, ob heute in Urlaubszeit das Haus voll wird. Das freut mich und man sieht auch, dass es eben sehr, sehr vielen Bürgern unter den Nägeln brennt. Und ich kann jetzt von uns aus oder von mir aus sagen, dass wir das seit Jahren, nicht zu sagen Jahrzehnten jetzt, das Thema wirklich also im Fokus haben und leider Gottes auch Recht behalten haben mit allen Entwicklungen, die jetzt eingetreten sind. Vielleicht ist ganz einfach formuliert, wir haben jetzt im Parlament unzählige Anträge eingebracht, um das Bargeld in der Verfassung abzusichern. Das war die eine Geschichte und wir haben Anträge eingebracht, um diesen berühmten Kontrahierungszwang, das heißt, dass Unternehmen, so wie eben der Supermarkt in Innsbruck und andere, gezwungen werden, Bargeld anzunehmen oder sonst eine Strafe bekommen. Diesen Antrag haben wir auch eingebracht. Und wenig überraschend oder vielleicht doch überraschend, muss ich sagen, waren wir da alleine. Das heißt, weder die Sozialdemokratie, noch die ÖVP, noch die Grünen, noch die NEOS sind bei allen diesen Anträgen jemals ein einziges Mal mitgegangen. Und sie haben alle möglichen Ausreden gehabt, warum sie das nicht machen. Ich glaube mittlerweile, und ich werde es kurz erklären, aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Europäischen Union ist, glaube ich, klar geworden vielen, die sich damit beschäftigen, dass im Hintergrund eben, ja, sage ich einmal, das bereits leider Gottes ausgemachte Sache zu scheint sein, wohin die Reise gehen soll. Und dass diese vier Parteien eigentlich da in Wahrheit ihre Wähler und die Bürger wirklich verraten. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Es war für mich auch erschreckend, muss ich sagen, sage ich einer Deutlichkeit, die rechtliche Unwissenheit im Parlament der Abgeordneten der anderen Parteien, aber auch der Journalisten, weil man immer so getan hat, wie das ist ja alles kein Problem und Bargeld ist eh abgesichert und rechtlich muss man es annehmen. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, es gibt
kein einziges gültiges Gesetz mit einer Konsequenz in Österreich, wenn ein Unternehmer sagt, ich nehme kein Bargeld. Und angefangen hat es dann in Corona-Zeiten, wo man plötzlich öfter dann darauf als Konsument darauf gestoßen ist, dass irgendein Gastronomiebetrieb oder irgendein anderer kein Bargeld mehr angenommen hat. Und das hat jetzt eigentlich die letzten Jahre und Monate immer stärkere Kreise gezogen. Und wegen dem sind wir und ich persönlich auf dem Thema auch so intensiv dran, um hier vielleicht noch zu retten, was zu retten ist. Ich sage es ganz bewusst und ich sage das auch ganz bewusst, man wird es nur demokratisch über Wahlen regulieren können. Es ist eben auch so immer die Aussage, ja, was wir da so quasi für ein Horrorszenario da in die Welt malen, das stimmt ja alles nicht. Jetzt habe ich jetzt, um jetzt auf die aktuelle Geschichte zu kommen, ich habe jetzt, und das war gar nicht so einfach, weil ich letzte oder vorletzte Woche jetzt in Straßburg war, bei der letzten Sitzung des Europaparlaments, habe ich mir jetzt die deutsche Version der EU-Kommission über diese beiden Themen einmal ausgedruckt und mitgenommen. Das eine, was ich da habe, da geht es um das Bargeld, wie die Europäische Union das jetzt gesetzlich in Europa und zwar in den Euro-Ländern regeln will. Und das ist die Verordnung, die die Europäische Union jetzt machen will, was den digitalen Euro betrifft. Und ich sage es nochmal, man kann es dann draußen gern anschauen, der digitale Euro ist dreimal so umfangreich wie das, was die Europäische Union zum Bargeld vorhat. Also allein daraus sieht man, glaube ich, schon mit freiem Auge, ohne ein Wissenschaftler zu sein, wohin die Reise gehen soll. Wenn man es aber dann in die Tiefe hineingeht, und das ist ja interessant, es fehlt bei dieser Verordnung nur mehr das Datum des Inkrafttretens. Und jetzt vielleicht auch noch technisch kurz erklärt, eine Verordnung heißt, dass die Europäische Union den Staaten, so wie Österreich, eine Verordnung auferlegt, die so umzusetzen ist. Es gibt zwei Dinge, die die Europäische Union machen kann. Eine Verordnung, die ist im Prinzip buchstabengerecht, mehr oder weniger in nationales Gesetz zu übernehmen. Und es gibt eine Richtlinie. Eine Richtlinie von der Europäischen Union heißt, so ungefähr müsst ihr es machen, aber ihr habt da Spielraum, im Parlament es zu entscheiden. Und jetzt weiß man auch schon, wenn da Verordnung steht, dann weiß man, wie die offensichtlich willfährigen Abgeordneten im Parlament das einfach abnicken werden. Okay? So, und wie kann man das jetzt stoppen? Eigentlich nur, meiner Meinung nach, auf europäischer Ebene, auch mit, im Verbund mit anderen Bürgern, anderer Staaten, Italien, Spanien, Deutschland, dass da auch die Leute aufwachen und das also quasi über den Volksunwillen auch stoppen, weil sonst wird das so in etwa, wie es dort steht, in Kraft treten. Kurz zur Erklärung, was mir jetzt aufgefallen ist, die letzten Jahre, die Europäische Union hat offensichtlich jetzt ihre Taktik ein bisschen geändert, weil sie eben gesehen haben, dass nicht in Österreich, sondern auch in anderen Ländern das Bargeld für die Menschen ein Thema ist und wichtig ist. Und das ist auch interessant, wenn man den Text des Bargeldes sich durchliest bei der Verordnung, dann starten die jetzt plötzlich damit, und das war für mich jetzt schon verblüffend, mit einem Loblied auf das Bargeld. Also das ist jetzt ganz eine neue Version, weil die, was jetzt vielleicht länger sich mit dem Thema beschäftigen, die wissen, es wurde jetzt jahrelang das Bargeld verteufelt. So, also altmodisch, braucht keiner, Kriminalität und was alles gefallen ist, Bakterien zu Corona-Zeiten, ihr kennt es alles. So, plötzlich die ersten 1,5 Seiten, Bargeld ist super. Wir brauchen alle Bargeld, wir wollen Bargeld. Das heißt, jetzt kommen sie so quasi, sie haben erkannt, die Leute wollen Bargeld, jetzt erzählen wir mal nett, wie Bargeld ist. Das ist die erste Geschichte. Dann in den nächsten Seiten wird einmal ganz klar festgehalten, und das ist auch extrem wichtig, das Thema Bargeld und Währung geht den Nationalstaat Österreich nichts an. Das ist eindeutig rechtlich geklärt. Das ist Sache der Europäischen Union. So, steht ganz klar drinnen, das heißt Subsidiaritätsprinzip, das heißt, dass ein Nationalstaat da eigenständig Sachen machen kann, ist eindeutig geklärt von Europa. Geht euch nichts an, das entscheiden wir in Brüssel, wie wir diese Euro-Geschichte regeln. Und das ist schon verblüffend, wenn man dann das so eins zu eins auch durchliest, und das kann mittlerweile jeder machen, weil es mittlerweile
doch relativ jetzt im Internet auch erhältlich ist, sonst können wir es zur Verfügung stellen. Das heißt, zuerst die netten Worte, dann die klare Botschaft, die zweite Botschaft, wir entscheiden, nicht Österreich. Das dritte, was drin steht, dann auf vielen Seiten schön erklärt, dass man eben Bargeld natürlich erhalten will, keine Rede von abschaffen, aber so quasi, es wird jetzt der Auftrag erteilt, zu beobachten, was mit dem Bargeld passiert. Das heißt, da steht nichts drin von einer klaren Regelung, was passiert, wenn jetzt der M-Preis oder andere Bargeld ablehnen oder Bargeld ausgrenzen. Keine Regel, keine Strafen, keine Konsequenzen, keine Verpflichtung. So, nette Worte, aber ohne Inhalt. Und um es dann perfekt zu machen, steht natürlich auch drinnen, dass diese Verordnung jederzeit von Brüssel verändert werden kann zukünftig. So, also jetzt so im Kurzdurchgang erklärt, was da passiert. Und das, was zum digitalen Euro dann alles drinnen steht, das lasse ich die Frau Kollegin von der Nationalbank vielleicht erklären. Aber vielleicht kurz so in der Zusammenfassung, wo wir stehen und wie klar die Fronten eigentlich schon sind. Darauf anknüpfend würde ich gerne meine nächste Frage an Sie stellen, Frau Dr. Kolm. Der digitale Euro wird ja derzeit sehr intensiv diskutiert und als Argument wird ja gerne angeführt, naja, den brauchen wir, damit verhindern wir Steuerhinterziehung, damit wird Kriminalität verhindert, Geldwäsche etc. Aber ist das wirklich der Fall? Ist das so einfach? Und vor allem, was sind die Nebeneffekte vom digitalen Euro? Also dieses Wording, um also Kriminalität zu verhindern oder Geldwäsche zu verhindern oder Steuerhinterziehung zu verhindern, ist ja schon verwendet worden, eigentlich um den 500-Euro-Schein verschwinden zu lassen, weil das waren damals die Franzosen, die 2016 gesagt haben, nein, den wollen wir nicht mehr und das ist etwas, was Geldwäsche befördert eigentlich und das ist ja eigentlich hinlänglich bekannt, dass dem nicht so ist. Das heißt also schon damals war das Thema dieses Argument nicht gestimmt. Jetzt probiert man es halt über die digitale Version. Nicht denkend und ich meine, man muss auch ausholen ein bisschen, was die sogenannten CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, das sind also Notenbankgeld auf digitaler Form. Das heißt aber auch, dass es von den Notenbanken herausgegeben wird. Das hat also mit Bitcoin oder mit anderen Blockchain-Währungen überhaupt nichts zu tun. Das darf man nicht verwechseln, hat aber auch nichts damit zu tun mit Kreditkarten. Das sind komplett, also ganz etwas anderes. Und das muss man mal da auch die klare Trennungslinie aufzeigen. Und ich möchte noch eine Initiative aus Brüssel hereinbringen, noch die der Nationalrat Wurm jetzt nicht angesprochen hat. Das hat einmal die Bargeld sozusagen den Verordnungsentwurf zum Bargeld angesprochen. Das zweite war der Verordnungsentwurf zum digitalen Notenbankgeld. Und das dritte ist eben auch eine Initiative zur digitalen Bezahlung generell, die also aber von der Privatwirtschaft, also sprich von Banken, auch initiiert worden ist, um eben ein digitales Zahlungssystem, sprich, dass jeder Mann, jede Frau am Handy von seiner Bank eine App hat und das überall verwenden kann, dass es ein einheitliches System ist. Innerhalb der Banken. Also die lassen jetzt in dem Fall den Wettbewerb aus, was ist jetzt besser, die Raiffeisen-App oder die Sparkassen-App oder die Erste Bank-App oder wie auch immer, sondern die wollen das vereinheitlichen. Da haben sich die Österreicher hetzigerweise nicht angeschlossen. Das ist nur so nebenbei noch eine Information. Und dieses Zahlungssystem, das von den Banken eben bereitgestellt wird, das ist das Digitale und von Kreditkartenfirmen, die zumeist aus den USA oder eigentlich nur aus den USA kommen, wurde dieses Argument vorgeschoben, naja, wir wollen ja nicht den Amerikanern sozusagen unser Geld anvertrauen, wir wollen unabhängig sein. Deswegen hat man diese Initiative aus Brüssel gestartet, um eben auch ein Zahlungsverkehrssystem in Europa zu haben, das unabhängig vom SEPA ist.
Das ist ganz wichtig. Und jetzt zurückkommend auf das digitale Zentralbankgeld, also diese sogenannten CBDCs. Es wurde im Film schon richtig erwähnt, dass das eigentlich entstanden ist, wie Facebook mit der Libra-Währung herausgekommen ist. Facebook wollte ein digitales Geld oder selbst eine eigene digitale Bank haben und das abwickeln. Das ist vielleicht nicht ganz günstig, ich drücke mich jetzt sehr vorsichtig aus. Und die erste, die damit angefangen hat zu experimentieren, war die Fed, also die amerikanische Notenbank. Dann haben wir als nächstes waren die Schweden, die schwedische Reichsbank, weil die Schweden sind ja sehr auch digital affin und sind eigentlich dieses europäische Volk, das am wenigsten mit Bargeld zahlen, weil das sind einfach die Gegebenheiten auch andere als bei uns. Und dann hat die schwedische Reichsbank damit begonnen, das zu entwickeln, zu experimentieren, haben es aber jetzt mittlerweile eher auf Hold gestellt. Dann gibt es weitere Initiativen. Die Japaner sind eigentlich sehr weit schon, haben es in der Schublade liegen, werden es aber nicht aus der Schublade ziehen, genauso wie jetzt die Amerikaner nicht mehr, weil ja die Facebook-Währung gescheitert ist, das wissen wir. Und dann bleiben jetzt die Chinesen übrig, die haben bereits das digitale Zentralbankgeld dort in Funktion, da kann ich dann in der nächsten Runde vielleicht noch was darüber erzählen ein bisschen. Und dann sind die Letzten jetzt die Europäer. Die wollen aber wie immer, also jetzt die EZB gemeinsam wahrscheinlich mit der Europäischen Kommission, die wollen die Ersten sein. Und wir haben jetzt folgenden Zeitablauf, den darf ich jetzt vielleicht einmal noch schildern, weil das ist auch wichtig. Wir haben jetzt am 28.06. sind diese beiden wichtigen Verordnungen, die bereits genannt worden sind, sind sozusagen, also dieser Gesetzesvorschlag ist von der Europäischen Kommission auf den Tisch gelegt worden, ist an die EZB übermittelt worden und eben an die nationalen Notenbanken. Dann gibt es einen weiteren Prozess, dann wird am 18. Oktober wird in der EZB im Rat über den Start der Vorbereitungsphase entschieden und dann wird, muss ich dazu sagen, es gibt bereits jetzt schon seit 2 Jahren auf höchster Ebene in der Europäischen Zentralbank in Frankfurt gibt es viele Arbeitsgruppen, die sich mit dem digitalen Euro auseinandersetzen und eben experimentieren, probieren, schauen, in welche Richtung es gehen kann. Und ich sage dann gleich, warum, wo es jetzt noch hakt überall. Und dann wird im zweiten Quartal 2024, also Mai, Juni, eventuell vor den EU-Wahlen wahrscheinlich sogar, wird eine Verabschiedung der rechtlichen Rahmenbedingungen erfolgen. Dann kommt weiteres Ausprobieren, sage ich jetzt einmal ganz salopp, auf EZB-Ebene und man wünscht sich, dass der digitale Euro 2027 eingeführt wird. Jetzt müssen wir schauen, was kann die EZB entscheiden und was kann überhaupt die Europäische Kommission entscheiden. Die Kommission hat das jetzt schon sozusagen durch diese Verordnungen auf die Schiene gebracht und sie sollte eigentlich sicherstellen, dass der Wettbewerb nicht verzerrt wird, der Wettbewerb zwischen Bargeld und digitalem Geld. Also sprich, dass die Annahmeverpflichtungen eindeutig geklärt sind und sowohl für Bargeld die Annahmeverpflichtung besteht, als auch für diesen digitalen Euro dann. Das ist aber, wie wir jetzt gerade gehört haben, nicht so eindeutig aufgrund der Verordnung. Ich habe da ganze Punktation noch und könnte es dann, können wir dann später vielleicht ausführen, noch gemeinsam. Aber Sie haben, der Herr Abgeordnete Wurm hat, glaube ich, die Hotspots ohne dies schon genannt. Dann muss die Europäische Kommission über die Regeln und Obergrenzen für diese Gebühren entscheiden, weil wir haben ja zuerst schon gehört, dass digitales Geld ja auch was kostet und das wird natürlich alles vergebührt und je nachdem, wer das abwickelt, der wird ja natürlich auch was davon haben wollen. Und dann sollte die Europäische Kommission den Schutz der Privatsphäre sicherstellen. Das ist jetzt, was die Europäische Kommission macht. Was die Europäische Zentralbank entscheidet, ist also die Haltelimits, also wie lange man diesen digitalen Euro dann einmal halten darf oder behalten darf
ob der verzinst wird oder nicht, welches Schema, welche Regeln es auch bei der Distribution gibt, ob das dann von der EZB ausgeht oder ausgegeben wird oder ob das von den Banken ausgeht, also von den Geschäftsbanken ausgegeben wird, wie das Fraud Management funktioniert, was es für eine Form des Brandings gibt. Da kommt natürlich dann das Killer-Argument, das vereint, wenn wir einen digitalen Euro haben, dann haben wir ein großes einheitliches Bild, eine einheitliche Währung. Da kann ich gleich sagen, es läuft im Moment, bitte schauen Sie auf der Website von der ÖNB nach, wir können alle mitbestimmen oder wir werden als Bürger befragt, wie die nächsten Banknoten ausschauen sollen. Gehen Sie auf die Website von der ÖNB, also www.oenb.at, und dann haben Sie einen Link und dann können Sie genau nachschauen, können mitbestimmen als Bürger, wie wir unser nächstes wie das Bargeld ausschauen soll. Das ist ganz, also so viel zum Branding. Dann macht natürlich die EZB, ist zuständig für den ganzen Ausrollprozess, also wann das gestartet wird, und dann natürlich die Kostenteilung. Das ist nämlich das besondere Spannende dran zwischen den nationalen Notenbanken und der EZB, weil bisher, das vergessen die wenigsten oder vergessen die meisten, verdienen ja auch die Notenbanken an der Seniorage, also an der Ausgabe der Münzen und am Drucken des Geldes. Und das wird dann plötzlich vielleicht mit dem digitalen Euro so in der Form nicht sein. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Punkten, die überhaupt noch nicht geklärt sind, ob das jetzt in Form von Tokens, also als mehr oder weniger als digitale Währung funktioniert oder ob es über Konten funktioniert. Die Italiener zum Beispiel, ich sage jetzt bewusst das italienische Modell, ist das der Konten, weil die Italiener bei uns das TIPS, also für die ganzen Notenbanken TIPS abwickeln, das ist das Zahlungsverkehrssystem. Damit verdienen die Italiener natürlich auch ganz gut. Jetzt haben die natürlich wahrscheinlich ein Interesse, sage ich jetzt einmal, dass es über Konten abgewickelt wird, und sage jetzt, also das ist meine persönliche Meinung dazu, bitte persönlich, wenn es über Konten abgewickelt wird und dann über die EZB, dann ist die Frage der Anonymität sicherlich nicht so gegeben, wie wir es uns als Bürger, die die Freiheit und die Unabhängigkeit lieben, vorstellen. Und ich glaube, jetzt habe ich mal genug so erzählt, ich könnte dann noch eine ganze Reihe anbringen, aber man sieht, man weiß die Obergrenzen nicht, man weiß die Untergrenzen nicht, man weiß nicht, ob es tatsächlich dann Bargeldersatz wird, ob Bargeld parallel natürlich sollte weiterlaufen müssen und dürfen, und natürlich wie das dann untereinander auch im Zahlungsverkehr funktionieren wird, ob es eine Online- und eine Offline-Funktion gibt, weil was passiert, wenn plötzlich Stromausfall ist? Wie geht das dann weiter? Also all diese Dinge werden natürlich jetzt diskutiert und die Pro und Kontras abgewogen, aber das ist im Moment der Stand der Diskussion. Also es ist in Wirklichkeit noch überhaupt nichts fix. Wir wissen nur, dass wir noch nichts wissen. Wir wissen, dass wir noch nichts wissen, aber wir wissen, so wie sich das jetzt angehört hat, dass es auf jeden Fall ein weiterer Schritt in Richtung gläserner Bürger und vielleicht auch Einschränkung der Freiheit ist. Kann man das so zusammenfassen? Also das würde ich jetzt als Barbara Kolm privat durchaus so in den Raum stellen. Als Notenbank, also als jetzt in der Notenbank, wird das natürlich eben ganz sachlich, fachlich argumentiert. Und es gibt natürlich auch für einen digitalen Euro gibt es natürlich auch positive Punkte und gibt es genügend Vorteile auch. Aber ich möchte, und das ist das Wichtige und das ist auch die Rolle der Notenbank, die Wahlfreiheit, Sie haben es richtig gesagt, die Entscheidung, die der Bürger selber fällen soll. Der mündige Bürger soll selbst entscheiden, will ich mit Bargeld zahlen, will ich mit meiner Kreditkarte zahlen oder will ich mit einem digitalen Euro zahlen. Das ist das Wichtigste. Diese Entscheidungsfreiheit muss einfach aufrechterhalten bleiben. Und darum geht es. Die Wahlfreiheit muss aufrechterhalten bleiben, aber dass das nicht immer so ist oder dass man da sehr wachsam sein muss, das haben schon einige Fälle gezeigt, auch der Fall, den wir vorher schon angesprochen haben.
Trotzdem werden die digitalen Zahlungsmethoden immer weiter forciert. Aber Sie haben es vorher schon kurz angesprochen, für gewisse Gruppen in der Bevölkerung ist das eine große Herausforderung oder sogar ein Problem. Mit welchen Sorgen kommen jetzt die Leute auf Sie zu in Sachen digitale Zahlung? Ja, ich habe jetzt mit großem Interesse den Ausführungen von der Frau Dr. Kolm zugehört und habe mitbekommen, dass quasi sehr vieles in diesem Bereich, was den digitalen Euro betrifft, noch unklar ist und im Detail noch ausdiskutiert werden muss. Ich sage nur die Stichworte natürlich auch, gläserner Konsument, Datenschutz ist glaube ich auch ganz ein wichtiges Thema. Dann natürlich auch Zugang zu diesem digitalen Euro. Hat jeder dann diesen Zugang? Brauche ich da besondere Zusatz, nicht nur Qualifikationen, vielleicht auch technische Mittel, die eben nicht jeder hat. Und dann bin ich jetzt wieder bei der quasi Konsumentensicht sozusagen, also mit den Problemen, die Konsumenten unmittelbar auch betreffen. Digitaler Euro ist ja eben ein Thema für die Zukunft, aber es ist wichtig, dass man natürlich auch jetzt darüber spricht und ich kann das nur unterstreichen. Wahlmöglichkeit, auch aus Sicht natürlich der AK Tirol als Interessensvertretung, muss bestehen bleiben. Also das Bargeld muss weiterhin natürlich auch verfügbar sein und darf durch irgendwelche Bestrebungen, ganz egal von welcher Seite sie kommen, nicht zurückgedrängt werden. Also es gibt einfach Praxisbeispiele, was uns auch die Konsumenten schildern, auch nach unseren Aktivitäten jetzt, was diesen Anbieter betroffen hat, der eben nur mehr Cashless sozusagen Zahlungen akzeptiert hat. Die Kinder habe ich schon angesprochen. Also ich glaube, Kinder sollten von klein auf den Umgang mit Geld lernen. Die sollten auch wissen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, damit sie dann später nicht in die Situation kommen. Auch solche Fälle haben wir laufend in der Beratung, wo alles mit Karte bezahlt wird. Und am 15. des Monats stelle ich fest, ich stehe dann an der Kasse, weil das Argument ja immer ist, es geht alles viel schneller. Geht eben nicht schneller, weil die Karte nicht funktioniert und vielleicht hat es den Hintergrund, einen technischen kann sein oder auch einen Hintergrund, dass das Konto vielleicht nicht mehr gedeckt ist, weil ich eben alles schon mit Karte bezahlt habe. Also ich glaube gerade bei den ganz Jungen, ich habe das Beispiel schon gebracht mit dem Kaugummi, was ja eigentlich nicht praxisrelevant sein dürfte, ist es glaube ich ganz wichtig, dass sie mit Bargeld umgehen lernen und darum muss eine Barzahlung jedenfalls gesichert sein. Dann geht es natürlich insbesondere um vulnerable Gruppen, das habe ich auch schon kurz angesprochen, ich denke da nicht nur an ältere Personen, es gibt sehr viele, die zahlen mit Handy, die zahlen mit Karte, die sagen, das passt mir aus diversen Überlegungen gut. Es gibt aber auch Jüngere, auch diese Feststellung haben wir gemacht, die sagen, nein, ich will nicht mit Karte bezahlen, ich will eben diese Freiheit haben, ich will mit Bargeld bezahlen, da geht es auch um Anonymität, da geht es auch um Datenschutz und das hat bitte nichts zu tun mit irgendwelchen illegalen Machenschaften oder kriminellen Machenschaften, weil das ja auch eines der Argumente immer ist, warum es offenbar Tendenzen gibt, Bargeld zurückzudrängen. Ich glaube, da haben die, ich sage mal unter Anführungszeichen, richtigen Kriminellen schon ganz andere Möglichkeiten. Sag nur Kryptowährungen, Bitcoin und Co., also ob die das mit Bargeld noch mit ein paar tausend Euro hin und her abwickeln, ich wage das sehr stark zu bezweifeln. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Argument und darum werden wir weiterhin natürlich die Anbieter ganz genau im Fokus haben und danach trachten, dass es hier zu keinen Einschränkungen kommt. Ein weiteres Beispiel, was auch uns zu Ohren gekommen ist. Es gibt natürlich auch Personen, die gewisse Einschränkungen haben, die eben Kartenzahlungen gar nicht leisten können, weil selbst wenn ich oft die Karte noch hinheben muss, wir wissen das alle, nach ein paar Transaktionen muss ich einen PIN-Code eingeben, können viele gar nicht und sind eben nicht in der Lage und es darf keiner zurückbleiben. Das ist ganz wichtig, es darf keine Personengruppe, egal ob das Kinder sein, vulnerable Gruppen, Ältere, egal, es darf keiner zurückbleiben, wir müssen auf alle schauen. Und unterm Strich, jeder soll das machen, was er will, aber, ich kann nur an das anschließen, was die Frau Dr. Kolm gesagt hat, die Wahlmöglichkeit muss weiterhin bestehen bleiben, und zwar im vollen Ausmaß. Das heißt, eine weitere Zurückdrängung des Bargeldes oder vielleicht sogar Abschaffung würde einige Konsumenten daran hindern, am wirtschaftlichen Leben überhaupt teilnehmen zu können, oder? Also das ist sehr stark zu befürchten. Also die Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe,
es gibt Leute, die das eben nicht wollen, die sollen die Wahlmöglichkeit weiterhin haben, nämlich es sind ja sehr viele, wie wir gehört haben, die eben mit Bargeld weiterhin sehr gerne bezahlen. Und es gibt Gruppen, die nicht unwesentlich sind, auch was die Quantität betrifft, bei denen es dann wirklich zu Einschränkungen kommen würde, und zwar im täglichen Leben. Also das fängt eben, um das Beispiel jetzt noch einmal zu nennen, beim Lebensmitteleinkauf an. Und wie gesagt, das muss auf jeden Fall verhindert werden. Das wollten Sie auch mit Ihrem Volksbegehren verhindern. Weil Sie eben so viele Unterschriften lukrieren konnten, wurden Sie ja dann auch im Parlament eingeladen. Sie waren dort auch geladen, um Ihr Volksbegehren vorzustellen. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, welchen Eindruck haben Sie da bekommen? Sehr gerne. Nur zuvor noch, ich habe sehr aufmerksam der Frau Dr. Kolm zugehört, hat mir dann wieder gezeigt, dass ich kein Experte bin. Das war ungemein theoretisch und kompliziert. Mit so vielen Unsicherheiten müsste ich mir dreimal anhören, bis ich das meiste doch verstehe. Ich glaube, dafür haben wir noch andere Zeit. Geht es da vielleicht auch so. Und das zeigt mir wieder, wie einfach das Bargeld wieder ist. Ja. Und da steht nichts auf. Und ich habe jetzt auch eine ganze Liste von Vorteilen des Bargeldes. Es gibt eigentlich auch keinen Nachteil. Der Herr von der Arbeiterkammer hat das eh alles so schön auch dargelegt. Will jetzt gar nicht noch näher darauf eingehen. Ich habe zuvor, muss ich mich entschuldigen, vergessen, ich zahle alles mit Bar. Ich habe gar keine Kreditkarte, ich habe auch keine Bankomatkarte. Und wenn es jetzt keine Annahmepflicht für Bargeld gibt, bin ich in vielen Dingen dann ausgegrenzt. Und das war ja auch wieder ein wesentliches Element für mein Bargeld-Volksbegehren. Im Zuge dieser ganzen Corona-Maßnahmen, Pandemie-Maßnahmen, wie Leute da ausgegrenzt wurden. Man musste zum Beispiel beim Semmeringfort zuvor sich digital da übers Internet anmelden und um Erlaubnis fragen. Ältere Leute, die mit Internet nicht firm sind da komplett ausgegrenzt gewesen. Das hat mich ungemein geärgert und berührt. Und darum hat das Volksbegehren auch für das damals wurde Bargeld. Uns ja auch erklärt, dass Bargeld ist so virenbelastet und ja nicht mit Bargeld bezahlt. Ja, da gibt es zwei Studien, habe ich auch mit, das ist Unsinn. Also ja, es wurden nie Viren nachgewiesen am Bargeld. Da glaube ich, ist es eher noch schwieriger, wenn man den Code da irgendwo eintippt am Handy oder an der Bezahlstelle bei der Kasse. Da sind viel mehr verschiedene Leute dran, die da hintappen sozusagen. Ja, jetzt hat es diese große Anzahl von Unterschriften gegeben. Dann ist es ins Parlament gekommen. Ich durfte da bei einigen Ausschusssitzungen dabei sein. Ich durfte da auch reden und habe da tolle Wahrnehmungen auch gewonnen. Bei der wesentlichen Sitzung des Finanzausschusses, wo auch diese ganzen Experten geladen gewesen sind, es gab nur positive Stimmen, außer vielleicht die eine Vertreterin, die Professor Unger, glaube ich, hat sie geheißen, die von der Grünen Partei nominiert wurde, die vehement für Bargeldobergrenzen dort sich eingesetzt hat und horrende Zahlen genannt hat von Schwarzgeld und mafiösen Geld, das durch Österreich sozusagen durchwandern würde. Sie konnte es aber mit keiner Studie belegen. Sie wurde konkret gefragt, dann hat sie immer ein bisschen wo zurückgerudert und letztendlich hat sie gesagt, naja, wenn man einen Nachweis hat, wo das Geld herkommt, dann wäre sie auch einverstanden mit höheren Bargeldobergrenzen. Ja, da ist sie dann eingeknickt. Die anderen Experten von Professor Schneider und auch vom Konsumentenschutz, die waren da sehr firm und sehr überzeugend. Es hat nur positive Stimmen gegeben. Und von den Abgeordneten her muss ich jetzt auch sagen, es waren alle sehr sympathisch, alle sehr nett, alle sind gekommen. Gratuliere, Herr Binder, Sie haben so einen tollen Erfolg. Toll, was Sie gemacht haben. Aber wenn es dann ums Wesentliche angeht, dann ist nichts. Ja. Das hat man dann gesehen. Es gab dann einen Antrag, damit eben das Bargeld in der Verfassung verankert wird. Hat niemand mitgestimmt. Dann ist ein Vertreter von der ÖVP zu mir gekommen. Tut mir leid, Herr Binder. Wir wären ja dafür, aber wir können nicht gegen den Koalitionspartner stimmen. Die Vertreterin von den NEOS hat gesagt, Bargeld ist ganz wichtig. Aber es ist kein Thema für die Verfassung. Ja, haben wir auch nicht mitgestimmt. Die Grünen wissen mehr, wie die denken. Die ist eine Kontrollpartei.
Und dann hat es noch die SPÖ gegeben, die war komplett überrascht, dass da jetzt auf einmal ein Antrag war. Der Greiner, Sie werden es vielleicht wissen, war dabei. Was war denn da jetzt? Es ist ja gar nicht am Programm gestanden, dass da ein Antrag ist. Wir sind da jetzt überrumpelt worden, hätten wir vielleicht ein bisschen länger reden können. Der Vorsitzende hat versucht, dann die Tagung oder die Sitzung sozusagen abzuschließen. Dann ist noch kurz, nein, ich will noch was sagen, hätten wir nicht 2 oder 3 Punkte wenigstens ausverhandeln können? Und nein, die Sitzung war dann geschlossen. Was ist rausgekommen? Nichts. Und das hat mir dann auch sehr deutlich gezeigt, dass in Wahrheit dann nur eine Partei wirklich hinter dem Bargeld da steht. Und da bin ich dem Herrn Wurm sehr, sehr dankbar, dass er sich da so einsetzt und das auch weiter betreibt. Also das war meine Wahrnehmung. Zum Schluss noch eine Warnung, also man darf auf die anderen nicht vertrauen. Es sagt jeder, das Bargeld bleibt eh. Ja. Nein, ich fürchte das ganz anders. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die Frau Lagarde, hat in einem Interview einmal gesagt, sie kann sich eine bargeldlose Gesellschaft vorstellen. Und damit weiß man schon, wohin die Reise geht. Und da ist jetzt mein Suchen an allen Teilnehmern da, zahlen Sie möglichst immer mit Bar, dann Sie das Bargeld immer am Leben halten, Sie sind anonym. Sie haben immer die Möglichkeit, über Ihr Vermögen und über Ihre Werte zu bestimmen. Und das ist jetzt noch ein wesentlicher Punkt. Gäbe es kein Bargeld mehr, sondern nur mehr digitales Geld, den digitalen Euro, ist es nicht nur so, dass Sie gläsern sind. Ja? Manche sagen, ich habe nichts zu verbergen, meine Daten sind mir egal oder so. Gott sei Dank denken nicht alle so. Aber Sie werden dann einen Konsumzwang oder eine Konsumverpflichtung oder Entzug ausgesetzt. Es könnte zum Beispiel dann heißen, ja, Sie dürfen im Monat nur mehr 30 Liter tanken, Sie dürfen nur mehr eingeschränkt das kaufen, Sie dürfen nicht mehr so weit reisen, Sie dürfen das nicht, Sie dürfen das nicht. Sie könnten sich nicht wehren. Ja? Sie hätten keine Möglichkeit mehr, wären komplett so irgendwelchen anderen Interessen ausgeliefert. Und das bitte immer im Hinterkopf bewahren und möglichst immer für die Freiheit kämpfen. Bravo. Dankeschön. Lieber Peter, der Herr Binder hat ja gerade das Verhalten der anderen Parteien im Parlament so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, du gibst mir recht, wenn ich sage, die FPÖ ist da wirklich die einzige Partei, die sich da für den Schutz und den Erhalt des Bargeldes konsequent und wirklich auch glaubwürdig einsetzt. Es wurde ja auch vor kurzem eine Petition gestartet zum Schutz unseres Bargeldes, die unter www.festung-bargeld.at unterstützt werden kann. Vielleicht kannst du uns kurz einmal darüber erzählen, was wird da genau gefordert und warum ist es so wichtig, dass das viele Österreicher auch unterstützen? Ja, der Herr Binder hat es sehr schön erklärt, wie seine Erfahrung im Parlament war. Ich war ja dabei, auch bei einigen dieser Sitzungen, klarerweise, oder bei allen. Es ist eben so verblüffend, wenn man dann das selber so erlebt, wie der Herr Binder, dass man sich da persönlich engagiert und eigentlich alle sagen, wie super und wie toll. Und wenn es dann die Nagelprobe gibt, dann steht man alleine da. Und das ist ja auch das, was ich schon jetzt als unabhängig, jeder soll politisch denken, was er mag, aber was ich nicht verstehe, bis heute nicht, ist, dass man, wenn ich ehrlich der Meinung bin, dass Bargeld wichtig ist, und zwar für alle, nämlich egal ob ÖVP-Wähler oder SPÖ-Wähler, das Bargeld ist für alle da, ist klassenlos und jeder kann in seiner Wählergruppe eigentlich Leute finden, die fürs Bargeld wirklich stehen und die lassen sie wirklich im Regen stehen. Und wenn ich dann schon sage, bei allen Erklärungen, das ist so super, das ist eh keine Gefahr, dann gäbe es doppelt keinen Grund, einem Antrag, das in der Verfassung abzusichern, zuzustimmen. Intellektuell kann das ja keiner dieser 4 Parteien erklären, warum ich, wenn ich eh dafür bin und das eh alles super ist, und so, dann spricht eben genau nichts dagegen, einem Antrag, das Bargeld in der Verfassung abzusichern, zuzustimmen. Und das ist eben schon, sage ich jetzt einmal, muss ich aufpassen, Ordnungsgriff kriege ich da ja keinen, aber das ist eine verlogene Politik, weil wenn ich der Meinung bin, okay, ich will nur mit digitales Geld, dann kann ich das auch sagen, auch als Partei oder als Abgeordneter sagen, gell? Aber dieses Spiel ist nicht ehrlich und man verrät da seine Wähler, auch in ihrem Parteispektrum und man lügt die Leute an und das ist etwas, was ich so
nicht akzeptieren kann. Und wir haben da immer, man muss dazu sagen, das geht ja schon zurück bis zur Euro-Einführung. Also Haider-Zeiten damals schon, wir haben ja auch immer vor diesen Entwicklungen schon gewarnt, damals mit dem Euro. So, man hat dann gesehen, was alles passiert ist. Finanzpolitik ist bis auf Bargeld ja noch ein größeres Feld. Wir haften für Schulden der anderen Länder, da ist ja viel passiert in eine negative Richtung. Ich möchte diesen berühmten Ederer-Tausender nicht immer erwähnen, wo sie gesagt hat, die Eltern werden sich erinnern, wir werden also quasi Sahne gratis kriegen und Zucker und so. Und die tägliche Realität erleben wir jetzt heute. Das wäre jetzt ein anderes Thema, nur das spielt alles da herein. Und was wir einfach jetzt versuchen als Freiheitliche auch weiterhin ist, in Wahrheit sind zwei Dinge. Wir werden natürlich wieder im Parlament versuchen, Parteien einfach so lange zu bombardieren, bis halt zwei oder drei mit uns mitstimmen, gell, damit wir das wirklich einfach gesetzlich einmal absichern. Wenn das nicht gelingt, sage ich ganz ehrlich, wird es nur über Nationalratswahlen oder auch EU-Wahlen gehen. Und da muss man einfach auch sagen, da wird es einfach auch ein deutliches Zeichen brauchen, weil sonst muss man den Leuten auch vorwerfen, sie hätten es in der Hand gehabt, aber sie haben es selber übersehen. Ich sage das einmal deutlich, ich muss halt meinen Hintern bewegen, ich muss zur Wahl hingehen und muss mir dann auch anschauen, was bieten die Parteien, was sagen die, sind die für mich in einem Thema, was für mich wichtig ist, glaubhaft, und dann muss ich dementsprechend wählen. Gell? Wenn ich natürlich immer tausend Ausreden finde, warum ich das jetzt nicht machen kann, dann passieren die Dinge so, wie sie passieren. Und das ist halt unser Auftrag oder auch mein Auftrag, jetzt halt da weiterzumachen, die Leute wirklich versuchen zu informieren, wegen dem ist es auch wichtig, dass da eine Bandbreite da ist, gell? Damit die Leute einfach Fragen haben, Antworten kriegen, Informationen kriegen und dann für sich selber entscheiden, okay, wie ist es, wie agiere ich jetzt zukünftig. Aber ohne auch einer politischen Veränderung wird diese Reise, wie ich sie vorhin erzählt habe, in diese Richtung weitergehen. Es ist ja jetzt auch noch das Thema, was noch vielleicht offen ist, ist diese berühmte Bargeld-Obergrenze. Das sollte man vielleicht noch mal kurz erklären, weil da bin ich drauf gekommen, das ist vielen auch nicht ganz klar, nicht einmal den Experten offensichtlich. Also bei der Bargeld-Obergrenze geht es darum, dass wenn ich jetzt als Peter Wurm mir 12.000 Euro gespart habe, okay, und mit den 12.000 Euro irgendwo hingehen möchte, zum Autohändler in Innsbruck oder ein Auto kaufen möchte, als Peter Wurm, das melde ich auf Peter Wurm an, dann wird das nicht mehr gehen. Okay, da geht es jetzt nicht um Geldwaschen oder irgendwas anderes, sondern es geht darum, dass diese Bargeldobergrenze, die auch parallel zu den anderen Dingen kommen wird, uns als Bürger, und da verstehe ich auch die ÖVP überhaupt nicht, weil das sind ja ihre Mittelschicht, sage ich mal, die Geld gespart haben, ich habe keinen Zugriff mehr auf mein eigenes, ehrlich verdientes, versteuertes Geld. Ich muss auch heute schon, wenn ich mit 10.000 Euro zur Bank gehe, nachweisen, okay, wo kommt das her und hin. Also das ist alles ein lachhaftes Argument. Und der Hintergrund vielleicht auch noch, wenn es viele nicht wissen, es gibt in ganz Europa in mehr als der Hälfte der Staaten jetzt schon Bargeldobergrenzen. Berühmtes Beispiel ist Griechenland oder auch Italien oder Belgien, wo diese Bargeldgrenzen wesentlich geringer sind. Teilweise bei 400-500 Euro wie in Griechenland, 2.000 Euro in Belgien, in Italien werden es manche vielleicht wissen. So, und das muss man auch dazu erklären, hat auch folgenden Hintergrund. Nämlich überhaupt nicht wegen Kriminalität oder sonst was, sondern der Hintergrund ist der, dass man mit diesen Grenzen den Bargeldumlauf einfach reduzieren will. Weil wenn ich heute als Hausnummer mir eine Sitzgarnitur beim Kicker um 1200 Euro auch nicht mehr bar zahlen kann, gell, dann werde ich halt mit der Karte zahlen müssen und dann können irgendwann die Experten in Brüssel sagen, ja, es zahlen eher elektronisch, was habt ihr da für ein Problem? So, das ist so ein bisschen der Spin dahinter und ich kann mir einfach nicht vorstellen, deswegen danke an alle, die da waren, dass die Leute so blöd sein, das nicht zu durchschauen. Aber ich bin immer wieder verblüfft, auch bei akademischen Gesprächspartnern, die ich habe, wie dumm die Leute sind, um das nicht zu erkennen, was so offensichtlich ist und was man ganz klar sagen kann. Und vielleicht ein Thema noch, weil ich das immer mit der Kriminalität und Geldwäsche, das ist eh, hat der Herr Binder eh erklärt, es gibt keine einzige Studie, die das belegen kann. Es ist auch heute wesentlich leichter für kriminelle, große Organisationen Geld zu waschen. Das ist ja überhaupt nicht mehr das Thema. Aber man schiebt es halt vor, weil man halt dann quasi mit dem Argument jetzt auch noch vieles so quasi
in den Köpfen, also es gibt dann plötzlich keine Prostitution mehr, kein Menschenhandel, kein Drogenhandel, also es ist eigentlich sowas von lächerlich, das überhaupt in den Mund zu nehmen. Ich geniere mich fast, wenn das an den Mund nimmt, weil das darf ich jetzt schon einmal sagen, also wenn Sie sich das heute anschauen, dann hätten ja diese Bargeldgrenzen in Italien die Mafia schon lange zusammenbrechen lassen müssen. Also es ist einfach das genaue Gegenteil der Fall, aber ich sage, es sind dann so viele, sage ich, ganz einfache Geschichten, die da kommuniziert werden, die offensichtlich doch immer noch da oder dort wirken, und wegen dem ist es mir wichtig, einfach möglichst sachlich aufzuklären, aber auch durchaus einmal deutlich eine deutliche Ansage zu machen, weil das kann nicht sein, dass man die Leute für dumm verkauft. Danke. Und genau deswegen sind wir heute auch da und haben hier diese Veranstaltung in Innsbruck. Und lieber Peter, du hast das richtig angesprochen, es geht darum, heute auch Informationen zu bekommen und natürlich auch Antworten auf die brennenden Fragen. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt noch eine kurze Fragerunde. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Das Mikrofon kommt gleich. Kannst du? Ja, ich hätte eine Frage, und zwar, wie wir davor angesprochen worden ist, mit der Verordnung von Brüssel und die Richtlinie. Im gleichen Zug, habe ich das jetzt richtig verstanden, bestimmen ja die trotzdem über das, wie wir das mit dem Bargeld zur Hand haben. Was bringt dann das, wenn wir es in die Verfassung eintragen? Wenn sie sowieso bestimmen über uns. Also ich habe es so verstanden jetzt. Ist, ne? Eine sehr clevere Frage, eine gute Frage. Das ist auch der Grund, warum, sage ich jetzt bewusst, diese vier Parteien das in der Verfassung nicht haben wollen, weil dann wäre es ein juristischer Rechtsstreit mit dem Europäischen Gerichtshof. Okay, ja? Danke, dann habe ich es verstanden. Das ist genau der Punkt. Ja, ja, weil das ist lauter Dinge, er hat das jetzt ja nichts gebraucht bei mir, da diskutieren und sagen, wir müssen jetzt fürs Bargeld sein. Jetzt weiß ich warum, wenn man sie richtig angreifen kann. Von den vier Parteien will ich jetzt nicht weiterreden. Meine nächste Frage ist, verstehen die Leute eigentlich, dass wenn wir kein Bargeld mehr haben, meiner Meinung nach ein großer Volkswirtschaftsschaden entsteht? Weil wir haben ja deswegen ein Bargeld, damit wir Sachen bezahlen können, was wir uns sonst vielleicht gar nicht leisten können. Weil wir sind immer in der Situation, dass jeder sagt, ich nehme einen Meisterbetrieb oder ich fahre in die Werkstatt oder sonst was. Wir sind froh, wenn uns jemand helfen kann und wir günstiger zahlen können. Was mit Pfuscherei bitte und Geld schwarz nichts zu tun hat, weil das Geld, wo einer pfuscht oder arbeitet, eh schon wieder in die Volkswirtschaft reinhaut, weil er es braucht. Das ist das Nächste, was wir nicht mehr machen können, oder? Darf ich da schnelle Antwort geben? Von dem Geld haben die großen Milliardenkonzerne nichts. Wegen dem interessiert es keinen. Ja. Und die kleinen und Mittelbetriebe sind sowieso immer unwichtiger und werden sowieso an den Rand gedrängt. Und das ist ja der Grund, warum du Volkswirtschaft. Die sind aber bitte das Rückgrat unserer Gesellschaft. Genau. Weil die zahlen alle die Steuern. Ja. Ja. Das ist jetzt meine letzte Frage an jemand anderer. Es heißt, weil wir jetzt einen digitalen Euro haben, wegen die Kosten von den Institutionen, wir haben da mehrere Kosten. Wir haben ja beim Bargeld auch schon Kosten, weil wir bei den Banken schon sein und gezwungen werden. Bevor wir mir überhaupt abheben können, kommen schon die Zeile, wo wir zahlen. Danke. Danke vielmals. Ist korrekt, da gibt es gar nichts dazu zu sagen, nur Bargeld ist in Relation immer noch billiger in der Administration, so wie es jetzt ist, als dann eine digitale Währung oder ein digitaler Umlauf. Schauen Sie sich nur an, eben, was Kreditkartenfirmen abkassieren, sowohl vom Händler als auch vom Nutzer. Und damit, glaube ich, beantwortet es die Frage schon sofort. Und Sie kriegen gar nicht Geld. Abgesehen davon. Deswegen ist ja Bargeld so wichtig, weil es die Transaktion in unmittelbarer Form. Hallo, ich bin die Marie, danke, dass Sie gekommen sind. Meine Frage, ich habe Bedenken, dass sich der Euro nicht mehr lange hält, dass das alles zusammenbricht. Sehe ich das falsch oder... Also, ich bin nur Barzahlerin, bin Zolldurbar, bin jetzt 59, ist das alles normal. Ja, das ist gut. Ich habe kein Heimreis, ich habe dieses Problem gehabt, sind Schlangen gestanden, dann wollte sie mir eine Karte geben wegen der Anonymität, sie verstehen mich nicht, ich zahle bar und gehe nichts mehr aus.
Sie hat das Geld abgenommen. Sehr gut. Super. Also, soll ich, willst du, Barbara? Ich sage das jetzt einmal ganz aus Sicht der EZB und aus Sicht der Notenbank, den Euro wird es natürlich immer geben. Und er ist natürlich sicher, solange wir das Vertrauen in die Währung haben. Wie Frau Dr. Kolmer das natürlich sehr schön erklärt, ist auch korrekt, was sie gesagt hat. Also, man kann natürlich vermuten, dass diese Vorbereitungsarbeiten, die da jetzt schon seit vielen Jahren laufen, natürlich in eine Richtung gehen, wo halt eben der Zugriff unter Umständen dann relativ einfach sein wird. Das ist naheliegend. Also auf Bargeld hat man nicht so direkt einen Zugriff als Staat oder Europäische Zentralbank oder was auch immer und elektronische Konten. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einmal das schon gehabt hat, das geht oft dann sehr schnell, wenn du plötzlich deine Bankverbindung verlierst und du plötzlich da stehst und das geht auf Knopfdruck. Ja, also das, wir hatten diese Dinge ja alle schon und auch wenn man in der Geschichte zurückblickt, dann ist das ja alles nicht so ungewöhnlich. Natürlich können Währungen auch implodieren und sich auflösen und Mega-Inflation, das sind alles Dinge, die ja schon vorgekommen sind. Aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Sage jetzt einmal grundsätzlich, weil das würde die Diskussion auch sprengen. Grundsätzlich geht es einfach darum, dass man eben diesen gläsernen Konsumenten einfach und diesen Zugriff aufs eigene Vermögen ermöglicht und den gläsernen Konsumenten verhindert. Und das ist, glaube ich, auch offensichtlich. Diesen Datenschutz gibt es in der Theorie, aber in der Praxis eben nicht. Es ist ja für jeden einfach nachvollziehbar, wenn man irgendwo am Handy was googelt oder was, man wird es halt, es wird sich sehr schnell merken, man kriegt halt dann passende Beiträge und passende Werbung geliefert, also das ist ja alles offensichtlich. Ja. Also von dem her, wenn ich anonym als Konsument was zahlen will, dann geht es mit Bargeld und alle anderen elektronischen Zahlungsformen, egal welche, auch zukünftig der digitale Euro, wird diese Anonymität nicht bieten können. Vielleicht auch noch ein Thema, was mir davor aufgefallen ist in der Diskussion, weil ich glaube, die Frau Dr. Kolm das gesagt hat, wegen die Schweden. Da ist interessant, was passiert, was in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist. Die Schweden haben eben das Bargeld sehr, sehr zurückgedrängt. Das war ein politischer Auftrag. Dann ist Folgendes passiert, nämlich im Zuge der Ukraine-Russland-Geschichte, dass plötzlich alle Schweden, die sonst furchtbar lieb und gern mit elektronischem Geld bezahlt haben, plötzlich alle Bargeld gehortet haben und plötzlich der schwedische Staat draufgekommen ist, wir haben die Lieferung nicht mehr sicherstellen können und und. Und Schweden baut jetzt, ist noch ein großes Land, 3 zentrale Verteilerzentren, um quasi auch das Bargeld wieder im ganzen Land verfügbar zu machen. Also man sieht, wie schnell dann auch andere politische Entwicklungen die Themen dann wieder verändern. Machen wir noch eine Schlussfrage und dann. So viele noch. Ja. Ich glaube, der Herr da drüben zeigt schon recht lang auf. Wir sind ja nachher noch da. Ja. Wir sind dann nachher noch da. Wir können dann im persönlichen Gespräch die ein oder andere Frage sicherlich noch beantworten. Ich habe eine Frage an die Frau Dr. Kolm, aber in ihrer Funktion als Präsidentin des Hayek-Instituts. Sie vertreten ja den Friedrich August von Hayek auch und der hat ja auch schon einen Vorschlag in den 70er Jahren gemacht, eben der Entnationalisierung des Geldes. Und vor dem Hintergrund, dass der Euro seit 2002, ich habe es gerade eben ausgerechnet, 39% Kaufkraftverlust gehabt hat seit heute, also aus 1000 Euro sind 604 Euro geworden, im Durchschnitt 1,8%. Ob da nicht im Rahmen dessen, Sie haben vor kurzem auch mit Markus Krall diskutiert, ob da nicht angedacht werden sollte, vielleicht in Richtung eines Währungswettbewerbes, ja, auch vor dem Hintergrund des Zukunfts einer werthaltigen Währung. Und ich erlaube mir einfach eine zweite Frage noch dazu. Der feuchte Traum von vielen Politikern ist ja das Nudging, ja, also das
Beeinflussen der Leute für das, wo sie meinen, das wäre das Richtige für sie, nur sie wissen selber nicht, die Bürger. Sprich, wir kommen uns vor wie Marionetten eigentlich. Und da hängt natürlich sehr stark das zusammen mit der Programmierbarkeit eben des, Euro, des digitalen Euros. Und selbst wenn man jetzt meint, man könnte da alle möglichen Schranken hineinbauen, nur irgendwann findet man dann in 2-3 Jahren, da wäre etwas gewesen, mit dem man irgendwelche illegalen Dinge verhindern hätten können. Wo kann man denn da vor diesem Hintergrund der Programmierbarkeit des Euros einen, ich bin jetzt Deutscher, wie Sie hören, einen grundgesetzlichen oder verfassungsrechtlichen Schutz hineinbauen? Ja? Kann man den Politikern über den Weg trauen, frage ich vielleicht auch so. Dem Anwesenden hier sicher, denke ich mal. Und den Abgeordneten, die da im Publikum sitzen, glaube ich auch. Also, Sie haben aber zwei ganz wesentliche Punkte angesprochen und indirekt zwei Nobelpreisträger zitiert. Der eine ist der Jim Buchanan, der Amerikaner, der seinen Nobelpreis dafür bekommen hat über die sogenannte Public Choice Theory. Also genau das, weil er erklärt hat, warum Politiker gern Geschenke geben. Und Politiker geben ja Geschenke an uns arme Steuerzahler ja nur dann, weil wir das ja selber zahlen. Wir zahlen uns unsere Geschenke, die wir bekommen. Das wird nur so schnell vergessen in dem ganzen Umverteilungskonzept. Und dafür also ist Jim Buchanan bekannt geworden. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man jetzt, und da spreche ich jetzt wirklich alles aus dem, mit meinem Hut als Hayek-Institutspräsidentin, ist es wichtig, dass alle Leistungen des Staates sozusagen ein Preismascherl drauf haben oder ein Preisschild drauf haben, dass man weiß, wofür man sozusagen als Steuerzahler, als Bürger zahlt, wenn man die Leistung bekommt. Wir haben Gott sei Dank einen Wohlfahrtsstaat insofern, als dass wir als Gemeinschaft dafür da sind, für jene, die sich nicht selbst helfen können. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist einfach ein Anliegen, glaube ich, das wir als Gesellschaft vertreten können, dürfen und müssen. Es geht uns gut, aber das heißt noch lange nicht, dass man mit der Gießkanne über alles ausschütten. Und ich glaube, diesen Unterschied, der muss gemacht werden. Und deswegen muss man auch den Politikern ganz klar sagen, ihr macht uns keine Geschenke. Wir wollen lieber selber wissen, was wir von euch bekommen und zu welchem Preis und zu welcher Leistung. Dann haben wir mal. Die zweite Frage angesprochen und die erste Frage, das war also Hayek, der 1974, der einzige österreichische Nobelpreisträger im Übrigen für Wirtschaftswissenschaften, der 1974 in seiner Annahmerede des Nobelpreises etwas ganz Wichtiges gesagt hat. Da hat er nämlich über die Anmaßung von Wissen von manchen in der Gesellschaft, das ist jetzt mal ganz salopp, manchen Großkopferten oder manchen, die uns halt einfach über Twitter-Blasen erklären, was wir alles zu denken haben oder zu tun haben, gesprochen. Und der hat gesagt, wir sollen lieber ein bisschen bescheidener sein und die Dinge, so wie wir jetzt hier auch genau kritisch hinterfragen und abwägen. Was wiegt's, was hat's, was bedeutet das für uns, was sind die Konsequenzen? Aber Hayek hat eben auch, bevor er den Nobelpreis bekommen hat, weil den hat er nämlich eigentlich dafür bekommen, wie Wissen in einer Gesellschaft entsteht und dass der Einzelne eigentlich die Entscheidungen besonders gut treffen kann. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir hier da sitzen und über Bargeld oder über Zahlungsmethoden sprechen. Wir wollen, dass wir das selber entscheiden können. Das hat Hayek von Anfang an immer gesagt. Und er hat, wie Sie es richtig gesagt haben, auch publiziert zum Thema Wettbewerb von Währungen. Das war alles unter dem Hintergrund der großen Finanzkrise, der ersten großen Inflationswelle, also richtig großen Inflationswelle nach dem Zweiten Weltkrieg, das war in den 70er Jahren. Und da hat er gesagt, nein, also das bringt nichts, wenn die Notenbanken ganz viel Geld drucken, sondern es wäre vernünftiger, wenn das Gelddrucken oder die Verfügbarkeit von Geld über verschiedene Kanäle und eben vor allem private Kanäle oder andere Institutionen erfolgt. Das heißt also ein Wettbewerb auch
innerhalb der Institutionen, die das Geld herausgeben. Und deswegen habe ich zuerst meine Antwort so gestaltet, dass ich gesagt habe, Vertrauen. Ich kann nur dann im Wettbewerb bestehen, wenn mein Produkt besser ist, sicherer ist oder vertrauenswürdiger ist als ein anderes. Deswegen hat Hayek unter den damaligen Voraussetzungen zu diesem Thema eben publiziert und das ins Rennen geworfen. Jetzt haben wir, da höre ich dann schon auf, damit ich das nicht überziehe, jetzt haben wir natürlich mit diesen ganzen Cryptocurrencies, also Währungen wie Bitcoin und anderen, haben wir natürlich ein ganz anderes System, aber das sind ja keine offiziellen Zahlungsmittel. Und die haben natürlich etwas befeuert, dass sie immer einen Schritt vor der Regulierung sind, also vor den Gesetzgebern oder vor den Behörden. Was natürlich aus liberaler, freiheitlicher Sicht lustig ist, weil wenn ich die permanent challenge und herausfordere, dann kann man ja hoffen, dass was Gutes Neues entsteht dabei. Aber leider wurde da eben ein Riegel davor gemacht. Also der langen Rede kurzer Sinn, ein Wettbewerb der Währungen ist im Moment nicht da. Es wird zwar jetzt über den Dollar diskutiert, ob die Leitwährung bleibt oder nicht. Die BRICS-Staaten wollen eine goldgedeckte Währung, also allerdings nur im Handelsbereich als zahlungshinterlegte Methode herausgeben. Wir wissen nicht, ob das kommt. Ich glaube es eigentlich ehrlich gesagt noch unter den geopolitischen Voraussetzungen, die jetzt herrschen, einmal sicherlich nicht, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und wir haben natürlich jetzt den Euro, der natürlich eine bedeutende Währung international ist, aber trotzdem ein gesunder Wettbewerb, wie wir ihn früher hatten, wie wir ihn auch in anderen Bereichen haben. Europa ist ja auch nur deswegen so erfolgreich, weil wir im Wettbewerb gestanden sind, immer lang, auch gegeneinander. Und das schließt also eine Währung durchaus nicht aus. Das war jetzt sehr lang, aber... Ja, machen wir vielleicht. Entschuldige, dass das so lang war. Ja. Zuerst mal eine konsumentenrechtliche Frage an den Herrn Dr. Oberhauser. Und zwar, wenn wir angesprochen haben, um die Lebensmittelbranche, die eben zurücknehmen hat müssen, nur diese digitale Zahlungsweise. Wie sieht es aus bei Tankstellenautomaten? Andere, die sind 24 Stunden besetzt. Die lassen auch die Wahl an der Säule zu wählen, Barzahlung an der Kasse oder digital an der Säule. Und dann gibt es eben Automaten wie beim Hofer, wenn ich es erwähnen darf, wo man hier auch nur mit Karten zahlen darf, kann und nicht an der Kasse. Und manche sind heute nie besetzt, das sind Automaten rund um die Uhr. Und dann soll es eine Lokalität am Marktplatz geben, eine Gastronomie, die ebenfalls so auf der M-Preis-Technologie nicht bares Geld annimmt. Wie weit ist das ein Fokus in Sicht der Konsumentenschutz? Also vielen Dank für die Frage, sehr interessant. Generell ist einmal zu sagen, also Automaten sind natürlich nicht verboten, also ich kann natürlich Automaten aufstellen quasi und dann eine Kartenzahlung anbieten. Im Regelfall sind die Automaten aber so gestaltet, ist auch meine Praxiserfahrung, dass ich auch ein Bargeld einschmeißen kann. Also der Fokus ist ganz generell gerichtet auf alle Anbieter, wo es eben um die Verkehrsüblichkeit geht. Also Sie haben jetzt angesprochen, einen Gastrobetrieb, wenn der nur quasi Kartenzahlungen akzeptieren würde, dann werden wir uns das noch im Detail anschauen, da wäre die Argumentation dann ähnlich wie am Lebensmittelbetrieb oder im Lebensmittelbereich, wobei natürlich der Lebensmittelbereich eine Daseinsvorsorge darstellt und vielleicht noch einmal eine höhere Klassifizierung hat wie jetzt ein Gastrobetrieb. Aber generell ist es ganz gleich zu bewerten. Wir gehen davon aus, dass
Und es ist nicht das, so, dass wir davon ausgehen, sondern es ist eben so, dass in einigen Bestimmungen, und sowohl im Konsumentenschutzgesetz als auch im ABGB und im Nationalbankgesetz, der Euro als einziges quasi drinnen steht. Es ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Und auch wenn es keine Annahmepflicht per Gesetz gibt, gibt es aus unserer Sicht gute Gründe aus unterschiedlichen Bestimmungen, daraus schon ein Argument, und zwar ein rechtliches Argument zu machen, dass es quasi eine Verpflichtung gibt, auch Bargeld anzunehmen. Also das ist im Gastrobereich aus meiner Sicht nicht anders zu sehen wie im Lebensmittelbereich, aber wir haben sehr viel Feedback bekommen, natürlich auch aufgrund dieser Lebensmittelkausa, sage ich mal, und haben sehr viel Konsumentenfeedback und teilweise auch Unternehmerfeedback bekommen, und zwar auch positives Unternehmerfeedback, die gesagt haben, gut, dass das einmal jemand sich anschaut, auch wenn es die Arbeiterkammer ist, wenn es ein Unternehmer ist. Wir sind ja grundsätzlich für alle da und uns geht es einfach um quasi um diese Wahlmöglichkeit. Weil viele Unternehmer, ich glaube, das wissen wir alle natürlich auch, anbieten Bargeld prinzipiell und vielleicht sogar eher Bargeld lieber haben wie eine Kartenzahlung. Und man muss ja, die Dame hat es richtigerweise angesprochen, es geht ja auch um Trinkgeldkrausen zum Beispiel. Oder früher hat man ja noch Kindern vielleicht kleine Geldgeschenke gemacht. Also ich stelle mir jetzt vor, wie macht man das jetzt in Zukunft? Gibt man dann jemand eine Karte und sagt, da sind 10 Euro drauf und du kannst dann mit der Karte dir die nächste Wurstsemmel im Lebensmittel quasi Geschäft kaufen. Also das wird es wohl nicht sein. Und drum, also vom Anbieter her, sehe ich die Gastro von der rechtlichen Seite her nicht anders wie den Lebensmittelhandel. Von der rechtlichen Seite nochmal vielleicht ergänzend, das ist nicht ausjudiziert. Also ob wir dahingehend dann diesen Anspruch durchgesetzt hätten, wir gehen davon aus und sind davon so, dass wir gute rechtliche Argumente haben. Und wenn es eben quasi andere Konfliktpotenziale gibt oder Anbieter, die das eben quasi auch so handhaben wie die Lebensmittelkette, dann werden wir uns das natürlich im Detail anschauen und allenfalls natürlich auch entsprechende Schritte einleiten. Darf ich den Doktor vielleicht ergänzen? Also erstens sind wir mal sehr dankbar für die Arbeit der Kammer Tirol, muss man sagen, mit Betonung auch auf Tirol, weil sonst im bundesweit da ein bisschen... Ich gebe gerne an den Präsidenten weiter. Ja. Die da eine Sonderrolle in Österreich spielen, muss ich sagen. Und die haben auch mitgeholfen, dieses Drohszenario aufzubauen. Wobei ich einfach dazu sagen muss, und der Dr. hat es gesagt, rechtlich ist es so, und in dem gibt es diese Fälle immer häufiger, es gibt keine Konsequenz, keine rechtliche, wenn jemand Bargeld verweigert. Und Sie werden es immer öfter bemerken, also mir fällt es bei McDonald's jetzt auf, in manchen Filialen, wo sie nur mehr elektronisch bestellen und zahlen können, nehmen schon lange kein Bargeld mehr in manchen Filialen, ist schon klar. Dann mit den Automaten, wo ein sehr guter Hinweis, die neuen Automaten, die kennen Automatenaufsteller, sind natürlich alle nur mehr aufgelegt auf rein elektronisch, weil es natürlich wesentlich einfacher ist, du brauchst schon mal viel weniger Personal, der einmal dumm fährt, das Geld holen und so weiter. Also in die Richtung geht es und auch da rechtlich keine Chance. Und was macht man als Konsument? Da ist man ja selber, jetzt gehe ich irgendwo hin, weil ich einen Liter Milch brauche. Am Sonntag weiß ich nicht, na, was tue ich? Logisch hebe ich die Karten hin, gell, weil ich gerne wieder Druck. Also, das ist eben dieser sanfte Druck, der in die falsche Richtung geht, meiner Meinung nach. Und wegen dem habe ich davor gesagt, ist für uns oder für mich als Freiheitlicher einfach auch so wichtig: Verfassung ja, aber auch diesen Annahmezwang wirklich durchzusetzen mit Konsequenzen, sprich Strafen. Weil nur wenn ich strafen kann, gell, werden Unternehmen, die das machen, und das sind nicht alle Unternehmer so, Gott sei Dank, aber die Bewussten, kann ich nur so in Wahrheit zur Raison bringen. Gibt es noch Fragen? Machen wir es dann. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Runde, ja. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken, dass ich überhaupt das jetzt veranstaltet habe und generell bei der FPÖ, weil die haben uns jetzt in die 3 Jahre immer begleitet, Hut ab. Und ich habe... Und ich habe für mich jetzt festgestellt, wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich sehe sie wieder mit Karten zahlen, dann werde ich sie fragen, mich ist kein Bargeld mehr. Und dann werde ich sagen, wisst ihr, dass jede Transaktion ist im Hintergrund immer bezahlen müsst.
der zeigt das, immer schaut man schon, ob der jetzt kritisch ist oder nicht. Aber, aber ich werde das jetzt da. Wenn ich einkaufen gehe, sage ich das. Ganz, ganz hinten an die, glaube ich, noch. Ganz hinten der Herr zeigt, glaube ich. Ich habe noch diese Frage. Früher mit 100 Schilling, das war Korb in dem Geschäft fast ohne Boden. Jetzt mit 8 Euro, ich kaufe, was kaufe mit 8 Euro. Und das ist die Gelder sind mit Kette, wenn jemand, also ein Mann oder Stadt geht zum Euro, das ist sofort Sklave von Frankfurt und Brüssel, hat keine Möglichkeit, egal, 2 Millionen unterschreiben, kommen nicht, wenn von Frankfurt kommt, die digitale Geld soll auch sein. Und ich hoffe, da sind noch ein paar Länder in Europa, also Schweden, Polen, Rumänien und so weiter, wo sie haben jetzt die Wirtschaft, zum Beispiel Polen 4,4% und Deutschland hat 0,1%. Also ohne diese zwei Sachen von Frankfurt und Brüssel, Wirtschaft ist besser. Mein Name ist Gerd Pritzewiller vom Walchsee. Ich bin ein Migrant aus Deutschland, man hört es ja. Und bin auch bei der FPÖ eingetreten, dabei, wie es sich gehört. Und habe eine grundsätzliche Frage mal. Ist ein Einzelhändler eigentlich verpflichtet, mein Bargeld anzunehmen oder kann er einen Schein verweigern? Mir ist das nämlich gerade passiert in Walchsee an der Tankstelle, als ich abends tanken war. Und anschließend ging ich dann in die Tankstelle, um zu bezahlen. Es war dunkel, legte meinen 200-Euro-Schein auf den Tisch und die sagte, den nehmen wir nicht an. Mein erster Gedanke war, prima, habe ich ja was, habe ich ja wohl im Lotto gewonnen. Aber nein, sagen Sie, es geht nicht. Sie müssen keinen 200-Euro-Schein annehmen, Sie müssen einen anderen Schein haben. Ich habe keinen anderen. Ja, dann müssen Sie mit der Karte bezahlen. Ich sage, ich habe keine Karten, ich habe den Schein nur. Ja, und jetzt? Ja, sagt sie, dann bleibt der Wagen hier stehen. Da sage ich, das Auto bleibt nicht hier stehen. Und dann ging das Gespräch hin und her und hin und her. Resultat war gewesen, dass ich nachher sagte, wissen Sie was, holen Sie doch die Polizei jetzt. Weil sie sagte, ich sollte dann zur Sparkasse laufen, nach Walchsee und sollte dann dort am Bankomat irgendwie Geld besorgen oder versuchen. Nein, sage ich, das werde ich nicht machen. Und ich werde nicht einfach fortfahren, weil dann ist das ja Diebstahl, was ich gemacht habe mit der Ware. Bitte holen Sie Polizei. Dann musste ich dort Platz nehmen. Da anschließend wurde der Chef gerufen. Und naja, dann haben sie ausnahmsweise das Geld nach ungefähr fast einer Stunde mit Mühe und Not angenommen. Mein Resultat daraus ist, wir als Verbraucher haben es selber in der Hand, uns zu entscheiden und Maßnahmen zu ergreifen und sagen, wir machen diesen Scheiß nicht mit. Und anders geht es nicht. Danke. Willst du antworten? Vielleicht als Antwort, also wir haben in Österreich, Gott sei Dank, keine Begrenzung, was jetzt Scheine betrifft. Also der Euro ist ein gesetzliches Zahlungsmittel, ob das jetzt 50 Euro, 100 oder 200 sind. Grundsätzlich müssen die natürlich angenommen werden. Es gibt Einzelfälle, wo man über eine sachliche Rechtfertigung diskutieren kann. Da wird oft ins Treffen geführt, ja, wenn jetzt viel Bargeld irgendwo deponiert wird, bei Tankstellen beispielsweise, dass dann die Überfalls Thematik sozusagen viel größer wäre, was im Regelfall natürlich kein sachliches Argument ist. Also dem Grunde nach, Ihre Frage zu beantworten, die 200 Euro muss er oder hat er ja dann annehmen müssen. Und was vielleicht noch interessant wäre, hat so eine Information davor gegeben, wo Sie hingefahren sind, wir nehmen keine 200-Euro-Scheine oder hat es gar keine Information gegeben? Es wurde mir dann mitgeteilt, schauen Sie an der Litfaßsäule oder an der Säule, wo Sie tanken können, da steht ein Zettel dran, wir nehmen keine 200-Euro-Scheine an. Da es aber abends ist und ich selten mit der Taschenlampe unterwegs bin, war das natürlich nicht zu erkennen.
da waren. Ich frage jetzt nur, macht einer an und für sich keinen Unterschied? Erstens einmal war es nicht erkennbar und zweitens, klarerweise hätten sie ja keine Alternativmöglichkeiten gehabt. Das heißt also, die 200 Euro wären auf jeden Fall zu akzeptieren gewesen, was ja dann auch passiert ist. Und offensichtlich war es ja dann kein Problem, diese 200 Euro auch zu nehmen. Nur man wollte es halt davor nicht. Also auch solche Geschichten natürlich sind, also wir haben glaube ich im Jahr 4, 5 solche Einzelfälle, die auch zu uns gelangen, wo wir dann auch intervenieren müssen. Aber dem Grunde nach gibt es keine Beschränkungen, was jetzt die Größe der Scheine betrifft. Weil sonst könnte ja der nächste Unternehmer sagen, ich nehme nur 20er und der 50er, den nehme ich nicht mehr. Und wenn sie keinen 20er haben, dann gehen sie zum 500 Meter entfernten Bankomaten. Eben. So wird es natürlich nicht funktionieren. Ich bedanke mich. Danke. Vielen Dank. Liebe Frau Dr. Kolm, lieber Herr Binder, lieber Herr Dr. Oberlechner, lieber Peter Wurm, vielen Dank für dieses spannende Gespräch hier auf der Bühne. Danke für Ihre Zeit und für Ihre wirklich interessanten Ausführungen. Ich glaube, der heutige Abend hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig und essentiell unser Bargeld ist. Und auch bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hierher gekommen sind, sich auch aktiv an der Diskussion beteiligt haben. Wir müssen auf jeden Fall für unser Bargeld weiterkämpfen. Das haben wir heute, glaube ich, eindrucksvoll auch bewiesen und aufgezeigt. Jetzt ist natürlich noch die Zeit für das ein oder andere persönliche Gespräch. Wenn es noch offene Fragen gibt, können wir jetzt gerne noch die Zeit nutzen an der Bar. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dort können Sie garantiert bar bezahlen. Da steht nur Barzahlung. Das heißt, dem einen oder anderen Getränk sollte nichts im Wege stehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Alles Liebe. Ja.